meine Schwester wieder in Schwierigkeiten gebracht? Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat und wir machen heute weiter. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen Probleme mit den Cops gehabt. Die hatten irgendwie Bock uns ein bisschen die hatten heute Bock ein bisschen uns zu ärgern, beziehungsweise sie haben uns ja geärgert, sie haben uns ja festgenommen. Und so. Hier, guck mal, was haben wir denn für ein Rennen? Ein Rivalenrennen haben wir mal wieder. Ja, dann machen wir das doch heute mal ein bisschen. Fahren wir heute mal ein bisschen gegen unseren Rivalen. Da hat natürlich jetzt einen kleinen Moment, bis er hier wieder alles geladen hat. So. Nur damit du es weißt, mein Freund Wayne steht total auf Technik. Rechne also eher nicht mit besonders viel Racing. Er wartet am Hafen auf dich. Viel Spaß. Aber nicht jetzt. Ja, nochmal, wie gesagt, in der letzten Folge sind wir ja von den Cops gecatcht worden, das erste Mal. Da haben wir uns schön auf der Wiese eingekesselt und dann, ja, war vorbei. Ich kam nicht mehr wirklich weg. Dann fangen wir heute neu an. Wir wollen ja noch mal irgendwann Level 20 werden. Fahren aber erstmal ein kleines Time-Trial-Rennen. Und das heißt Wendungen. Let's go. Besiege Need for Speed Ghost Bronze. Stufe 210, Acura. 2 Minuten 59, 84 sind wir fahren. Wir haben Stufe 208, wo sind wir? Muss ich jetzt gerade ein bisschen konzentrieren. Bleibt auch hier mal dabei mit zwei Rennen pro Folge. Die können wir uns jetzt absetzen, aber das kann sich auch ganz schnell wieder erinnern. Muss ich gerade mal ein bisschen konzentrieren. So, die erste Runde geht schon mal an uns. Ja, gerade da kam uns ein bisschen entgegen, aber bis jetzt kriegen wir es hin. So, da kam uns gerade entgegen, aber bisher
wir da nichts gegen uns machen können. Ich denke mal, dass das Ding hier souverän an uns geht. Und zwar super souverän. Von dir besiegt Need for Speed Ghost Bronze. Um 11,3 Sekunden haben wir ihn bezwungen. So, gut, dann haben wir das erste Rennen schon mal bekommen. Da sind noch ein paar Rennen. Stahldrache. Okay. Hier ist nochmal ein Time Trial, da haben wir hier auch dabei. Need for Speed Ghost Silver. Komm, wir machen heute mal Time Trials. Wenn wir gerade schon mal da waren, machen wir heute Tanzfalls und machen wir in der nächsten Folge, fahren wir wieder mal rennen. Aber heute habe ich jetzt Bock, gerade mal ein bisschen was anderes zu machen. Und in der nächsten Folge machen wir dann Story. Los geht's. So, was haben wir denn heute als Gegner für ein Auto? Pontiac GTO oder wie Pontiac? Ist das geiler als 2000 GTA, okay. Also 2000, ja. GTA. Gucken wir den noch als Need for Speed Ghost Silver. Heißt der. Heißt unser kleiner Rivale diesmal. Oh, oh. Was ist denn hier für eine Strecke? Das hast du schon fast gar nicht mehr zu schaffen. Ich kriege jetzt mal einen mega Boost, dass ich da jetzt mal was aufkommen kann. Weil der aktuelle Vorsprung 260 Meter. So, jetzt muss ich versuchen, ein bisschen aufzuholen hier. Ja, der wird schon, der wird ja wahrscheinlich, wenn er nicht jetzt irgendwie noch mega Fehler drin hat, locker packen. Ja, vergiss es. Das kann man also mal neu starten. Shit. Der zieht mir aber gerade auch gut davon, ne?
Alter, das kann doch nicht sein, dass ich den nicht kriege. Weil der mir immer wieder wegziehen kann an den entscheidenden Momenten. Ne. Da wirst du hier noch weggebremst vom Spiel, damit der... Da wirst du hier noch vom Spiel weggebremst, damit du bloß nicht rankommst, damit du keine Chance hast, ranzugehen. Hammer, was für ein Typ, ey. Weg, wieder noch ausgebremst. Hammerhart. Gut. Machen wir Feierabend. Wir sitzen in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht wieder mal ein bisschen Rennen fahren. Ich reiß mal kurz dahin zu dem Rennen und dann fahren wir das. Aber wir sind im Hafen, ne? Wir könnten eigentlich. Ja, scheiße, ich hätte jetzt was machen. Komm, wir mal das danach. Ich fahre jetzt erstmal den Stahldrachen und dann fahren wir danach die Story. Bis dahin und tschüss.